meldet euch beim kleinsten Geräusch. Verdächtiger gesichtet und angegriffen. Was heißt hier angegriffen? Ich bin schon weg. Ja, ja, so schnell geht das. Also quiekt nie ein Baby. What the? Hier ist nichts. Ah, verdammt. Zu spät. Wie ist das denn? Shiva. Auch hinter dem Kopfgeld her? Das ist nur ein Trostpreis, falls du den Test nicht bestehst. Test? Dafür habe ich keine Zeit. Irgendwo in New Gotham wird ein Unschuldiger sterben. Und wir wissen beide, dass du das nicht zulassen kannst. Die Frage ist also, kannst du ihn finden, Batman? Kannst du ihn retten? Noch eine verrückte Tante, was soll denn der Scheiß? Jetzt soll ich irgendeinen Unschuldigen finden. Die spinnen doch. Hallo, ich muss Joker jagen. Das ist ja wirklich. Natürlich bin ich's. Das ist. Bin ja weltbekannt. Bin ja der Batman. So, hier hinten ist die Story. Da hinten, da geht's weiter. Untersuche das Stahlwerk. Gehen wir hin. Machen wir jetzt einen auf Stahlmann. Denn wir sind ein Stahljäger. Wir wissen alle, in den Siedlern brauchst du Stahl ohne Ende. Naja, eigentlich alles für Stahlkrieger. Aber macht ja nichts. So. Gotham City Light and Power. So. Müssen durch die Gegend fliegen. Ja, ja, der Batman kann fliegen. Zwar nicht so wie Superman, aber so ähnlich. Aber kann es sein, dass es gerade ein bisschen leckt? Irgendwie so das Gefühl zumindest. Oh, da drüben ist das Stahlwerk. Da muss ich hin. Was, wenn einer der Killer bleiben will? Niemals. Die ziehen umher, folgen dem Geld. Keiner von denen hat Interesse, sich niederzulassen. Und wenn sie ihre Meinung ändern? Gotham ist nicht groß genug. Gibt schon genug. Ah. Sie könnten andere verdrängen. Da sind wir gleich im Stahlwerk. Mal gucken, was da Schönes passiert. Bin ich mal gespannt. Wird Chantal ist geboren? Ne, glaube ich nicht. Das ist der Batman. Ich weiß aber nicht, wer der Shiva ist, muss ich dazu sagen. Also, ich kenne zwar Batman fast alle Gegner, aber ich weiß nicht, was Shiva ist. Was auch immer sie machen, Black Mask hat's verdient. Klar, den würde ich auch gern mal ein paar. Wie kann ich irgendwas machen? Geht mir genauso, aber glaubst du, wir können dem Neuen vertrauen? Einem Typen, der sich Joker nennt? Scheiße, nein. Aber anlegen will man sich mit dem auch nicht. Ist doch immer dieselbe Geschichte. Ja. Da stand gerade, wenn ich hier das Ding da mache, wird Enigmas Relaisstation irgendwie geschwächt. Und warum nicht? Her damit. Ja, aber das Gefühl, dass Batman irgendwie leicht leckt. Habt ihr auch das Gefühl oder bin ich ja völlig alleine damit? Hm. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, das ist leckt, oder? Täusche ich mich. Abermals hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere... Naja, so kann man ein Problem wohl auch... Ja, das ist natürlich blöde. Also, wie geplant. Okay. Dann würde ich sagen, dann pausieren wir an dieser Stelle Batman und spielen hier auch dann das nächste Mal weiter vom Stahlwerk. Aber heute nicht mehr. Wir haben jetzt ein paar Stunden Batman drauf und wenn es jetzt leckt, dann, ich weiß nicht, woran es liegt oder so, dann macht ja nichts. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 3-4 Stunden Batman gespielt. Das reicht für ein paar Minuten Let's Play für YouTube. Da würde ich sagen, dann verlassen wir jetzt hier den Batman und kehren zurück zu einem Spiel, das Tradition geschrieben hat, das hier schichtlich brillant ist bis heute. Genannt World of... Schieß mich tot. Tanks. The World of Tanks. Hatte, ihr braucht eine Kamera. Da ist er. Tada! So, das war der Batman. Wir haben tatsächlich, ja, zwei Stunden passt. Und wir spielen natürlich Batman auch demnächst weiter, ist natürlich klar. Aber wenn es jetzt 16, dann ist ja auch nichts, ja. Mach mal.